große Ölkrise 1908 hat alles weggespült. Videos von Kreis, sein mächtiges Imperium. Die Karten ja, weil ich liegen gewonnen wieder hab. Neu auf dem Tisch. Ja, genau. Die Karten liegen wieder neu auf dem Tisch. Niemand hat dieses Video in Gänze gesehen bei dir. Sie zählte als Gewinn. Naja, ich kann es ohne Ton. Ich kann es ohne Ton gerne noch hochladen. Ich hab's ohne Ton, hab ich's da. Ohne Ton hab ich's da. Jetzt haben wir irgendwie durch mächtige Zeitreise-Schlicke 19.1 wieder. So, ich kaufe erstmal das da? Hier. Ich weiß gar nicht, was man da kaufen muss. Landauktion gibt's noch nicht, ne? Achso, nee, ist ja. Nee, das ist ja jetzt hier ganz am Anfang. Lohnt sich aber auch nicht, oder? Nicht. Nee, es lohnt sich alles noch nicht. Obwohl, warte mal, das lohnt sich. Und das lohnt sich? Das lohnt sich. Das lohnt sich. So, ich bin bereit. Ich kann losreiten. Moment, ich bin noch nicht bereit. Ach ja, das ist, wenn man bankrott geht, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Und dann brennt man die Stadt nieder. Dann brennt man einfach die Stadt nieder und sagt, und dann, hat mir die schon 1908? Nee, ich habe da ein neues Schild. Hat da einer ein neues Schild aufgehängt? Nee, doch, guck mal, die Nägel sind ganz neu. Es ist 1901, ich habe das... Du willst mir also sagen, ich habe jetzt 7 Jahre aus der Realität gestrichen. Ja, ja. Klar, guck mal, wenn du so außerhalb von Funk und Fernsehen bist, ist das doch kein Problem für die Leute. Hast du auch so geile Kurse? Nee, 86 Cent. Das Land brennt. 86 Cent. Ich krieg keine guten Kurse mehr. Ari, gut Kurs. Aber du hast doch bestimmt den Camillo direkt. Aus der letzten Runde hast du noch was mitgenommen. So aus der brennenden Stadt hast du Camillo gezogen und hast gesagt, ich hab jetzt immer nur noch 1,20 Dollar. Jetzt nur noch 1,20 Dollar. Sag mal, finden deine Boys was? Ja gut, hier Captain Allmann da mit seinem Suchstöckel, ne, der findet nie was. Captain Allmann. Ich muss ja direkt Öl verschenken hier am Anfang, weil, ja, weil das so ist. Ich muss direkt Öl verschenken, weil man zwingt mich dazu. Ja, quasi schon. 55 Cent, was soll ich damit? Aber ich muss ja. 55 Cent. Aber irgendwie muss man ja Geld verdienen. Also ich habe jetzt die Devise über einen Dollar. Nee, bei mir dann ist nichts. Dann gebe ich was ab von meinem, von meiner Schlacke. Ja gut, aber ich weiß nicht, wo die Schlacke so lange lagern soll. Muss ja auch irgendwie Geld reinkriegen für Equipment und so. Also nicht die über einen Dollar Schlacke-Deals? Nein. Gab's schon Deals? So früh gibt's doch keine Deals. Naja, nicht im Saloon, du musst hinter den Saloon gehen. Wenn du ein guter Flötenspieler bist, kriegst du da was. Nee, ich krieg auch keine Kurse hier, es ist... Alter, hier Miles Standish. $0.54, mehr krieg ich nicht, Alter. Was soll das? Was ist das für ein Dings? Guck mal, das Spiel neu gestartet. Weißt du, ich hab gar nichts neu gestartet. Ja, doch. Ich hab hier nichts neu gestartet. Ich komme rein und es heißt, Kreis hat gewonnen. Ja, das kann ich ja sagen. Es hieß, ich durfte nicht mehr spielen. Kreis hat ich bin reingegangen und da stand, Kistra hat das Spiel verlassen. Bei mir stand, Kreis hat gewonnen. Ich gebe dir den Sieg dir. Guck, ich gebe ihn dir. Ich sag dir, wie es ist. Ich kam rein und es hieß, Kreis hat gewonnen. Der Kreis hat so abgeräumt, dass das Spiel gesagt hat, lohnt sich eh nicht mehr für die anderen. So, ich brauche mehr Maulwürfe. Ich habe gar keine Maulwürfe. Ich starte immer mit Maulwürfen, das sind die besten. Die räumen hier schön ab. Ich hatte den Traum, dass ich irgendwann auch Maulwürfe besitzen würde, aber... Leider kann ein armer Bauernsohn wie ich sich Maulwürfe nicht leisten. Ich auch nicht. Ich bin im März, Alter, und krieg hier nichts aus dem Boden raus, gefühlt. Problem ist, ich kann nicht mal sagen, ob irgendwas im Boden ist, weil ich ja keine Maulwürfe hab. Ich kann dir sagen, dass der ganze Boden hier voll ist. Hast du so viel? Auf der Startermap. Auf der Startermap ist immer voll.
So, jetzt verdiene ich aber auch langsam mal ein bisschen Geld wenigstens. Ich muss mein ganzes Geld für Pferde ausgeben, weil sonst kriege ich hier in der ersten Runde schon einen Ölspoiler von Speedy Manili. Ja, sei doch froh, dass du so viel Öl hast. Andere würden sich freuen. Ja, alle haben dasselbe Öl auf der Startmap. Ist das so? Ja. Startmap ist für alle gleich. Ich dachte auch, da ist immer Frage des Glückes. Aber das ganze Öl bringt halt auch nichts, wenn die Kurse katastrophal sind, ne? Ja, das ist leider ein Problem. Er bringt all das Öl dieser Welt leider nichts. Ich brauche mehr Pferde. Ich habe halt auch leider noch keine Verzweigungen, was ein Problem ist, ne? Gerade hier an den, in den Startkarten immer. Eieieiei. Ja, das spoilt das Öl, gell? Das fließt schon über. Ah, ja. Ich weiß nicht, wohin mit dem Öl ist das Problem. Boah, das gibt es, das wird mir das Genick brechen. Man hat ja noch keine Upgrades. Nee, du kannst so viel noch nicht machen in der Startkarte. Ah, ist nicht gut. Kannst du ein bisschen gucken, ne? Also so, so. Dass du halt einen halbwegs guten Kurs kriegst. Aber am Ende des Tages. Ey, der, warum gräbt der eigentlich nicht da, wo ich hinklicke? Furchtbar. Katastrophal. Ich wünschte, ich hätte Abzweigungen. Okay, hier ist noch ein kleines bisschen was. Na, also ich werde auf jeden Fall eine hohe Strafe zahlen müssen, weil ich habe richtig, bin hin zu so einem Rehkitz und habe ihm voll das Öl ins Gesicht gespritzt und habe gesagt, friss. Ja komm, du zahlst, aber es hat halt Spaß gemacht, ne? Das muss man halt auch immer sehen. Die Freude, Tiere blind zu machen, meinst du? Die Freude, das Öl einfach auch so in die Tiere hinein zu feklieren. Da wird nur so viel Öl sein, aber ich komme da einfach nicht ran. Warum nicht? Keine Maulwürfe. Weiß also nicht, wo ich suchen müsste. So auf die Art. Und du kannst ja auch nicht einfach so ins Blaue bohren. Kostet ja auch gut Geld. Da könnte durchaus noch irgendwo was sein, aber ich würde nicht rankommen. Ich hab halt keine Kurse, ich krieg keine 55 Cent, 29 Cent, was willst du da, wie willst du da verdienen? Ja. Bevor ich jetzt hier so viel Öl spille, muss ich's verschenken. An die Bedürftigen. An die Bedürftigen, die Öl brauchen. Die Öl brauchen, hier Bill Gates und so und seine Freunde. Bill Bates. Bill sagt so, oh, ich habe kaum noch Öl, kannst du mir was geben, so ein bisschen. Mir geht's voll schlecht. Meine Diamanttasse ist heute Morgen gesprungen und hat jetzt einen Riss. Ist auch hart. Aber ich habe keinen Platz mehr für Silos, deswegen...
Ich bin am 24. September schon. Ich bin auch im Juli. Alter, was? Nee, da kann ich nicht mithalten, du. Ich habe jetzt hier nochmal ein kleines Kursgebet gemacht, in der Hoffnung, dass da irgendwas noch kommt. Komm schon, ihr Kurse. Bitte, lieber Kursgott. Gib mir noch mal ein Talerchen. Möglicherweise habe ich alles raus, möglicherweise gibt es hier noch was. Ich kann es nicht sagen, du. Möglicherweise. Ja, ich bin jetzt im August, Anfang August. Hatte jetzt mal einen 90-Cent-Kurs, aber... Ich werde jetzt beenden. Ich bin 28. Oktober. Ich stoße ab. Ja, was soll's. Da könnte noch irgendwas sein, aber ich müsste es jetzt mit dem Bohrer quasi ertasten, so auf die Art, weißt du? Also, dass in der Quelle immer noch was drin ist, ist ja verrückt. Ich hatte gar nicht so große Quellen diesmal, finde ich. Es waren so viele kleine Zersprengte bei mir. Ah, letzter Monat. Ich muss abstoßen. Sonst ist es verloren. Boah, da waren noch zwei riesige Quellen. Uff, oi, 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 das ist ja mal ein Raketenstart gewesen. Oi, 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 da waren zwei Mammutquellen. Ich muss halt, meine Wagen sind alle voll, meine Silos sind alle voll. Hast du Ölaustritt gehabt? Ich muss bis jetzt, also es hat noch nicht laut gebimmelt bis jetzt. Welches Land ist gutes Land? Alter, er kann sich schon in Ruhe da das beste Land raussuchen, ey. Das beste Land? Ich hab doch gar keine Ahnung. Ja, aber Don Camillo wird's dir verraten, wahrscheinlich für Geld wieder. Weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin... Ich habe hier eine Ölquelle, die interessiert mich jetzt doch noch, wie voll die noch ist. Boah, da gibt's einen Camillo-Deal. Okay, da ist nicht mehr viel drin. Oktober kann ich schon mal ein bisschen was verkaufen hier. Also ich check hier gerade die Optionen hinter Daphnis und sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Alter, bei mir sieht's gar nicht gut aus. Ich muss jetzt hier, sonst bringt's nichts. November, Dezember, ja, ich verkaufe alles. Uiuiuiui. Also ich kam mit wenig raus, mit sehr, sehr wenig. Hast du alles leer gepumpt? Ja. Ja, ich hatte halt Strafe, dann, keine Ahnung, kein Pumpglück. Dann hatte ich irgendwo vergibene Brunnen. Keine Ahnung, wo geht man denn hin hier, am Fluss oder... Der Brunnen war vergiftet, das meine Arbeiter krank gemacht hat, also bei mir war echt Action. Rot heute kam auch noch vorbei und haben das Kalten in der Geschnitte. Ich hatte keine Maultasche dabei. Weil das geil Maultasche. Das kostet zu viel. So, ach, keine Ahnung, nehme ich so. Ich hätte in der Gosche mit Maultasche gestoppt. So!
Hast du schon Landauktion gemacht? Ah, da ja, jetzt. Ja, alles schon durch. Boah. Ah ja, ah ja. Der Infra-Investor. Das große Geld. Naja. Naja. Jetzt holt er sich wahrscheinlich direkt mal. Oh, da oben ist wohl das Goldland, ha? Huh? Ach, guck mal, ich kann mir sogar dein Video angucken. Er wird also meine Strategien quasi analysieren. Ja. Boah, was er für Kurse hatte hier? 1,20, Junge. Alter, Ricardo gibt 10.000 für die läppischen 3% aus. Echt? Ja. Welche Parzelle kriege ich denn? Ich habe das noch nicht gesehen, weil ich gerade in diesem Replay war, total fasziniert. Wie kann ich denn das Darlehen auszahlen? Darlehen verringern, ach so. Dann zahle ich nichts. Alter, Ricardo hat da unten 5.000 ausgegeben. Ja, warte, ich muss hier noch eben mich durchklicken. Ich muss mal eben gucken, was ich noch... Geht es schon mit Steinen los? Ja, ne? Nee, sonst... Oder? Weiß ich nicht. Der Bohrer ist auf jeden Fall freigespielt, weil das hat mir letztes Mal das Genick gebrochen. Die bösen, bösen Steinchen. Ja, ich muss noch meine Maulwürfe kurz pimpen. Was machst du da? Gibst du denen irgendwie Meth oder wie läuft es ab? Sag, wenn du bereit bist. Maulmeth kriegen die von mir, ja. Schönes Maulmeth? Schönes Maulmeth. Ich bin ready. Oder? Ja. Okay, let's go. Schönes Mundmeth. Ein bisschen schönes Deal gemacht? Nee, ich habe keinen Deal gemacht. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Don Olio hatte nämlich was. Ja, aber einen guten? Naja, du weißt ja, man ist dann so froh, wenn man ein paar Cents mehr hat als die schlechten Kurse. Ja, klar, aber... Und du weißt ja, My Land is a dry land. Ja, es ist immer so gewesen schon, ne? Alter, 17 Cent ist im Moment mein Kurs. Ja, auf der einen Seite und auf der anderen Dollar? 15? 16? Nö. Ist ja auch nix. Ich denke, ich habe auch wieder Dryland erwischt. Deswegen kriege ich auch so einen guten Kurs hier am Anfang, weißt du, weil Myland ist super Dryland wieder. Was hast du hier, so einen 15-Dollar-Kurs? 1,20, 22. Boah, Spitze, ne, ich bin weit unter einem Dollar, weit. Sehr, sehr weit runter. Bin auch schon im Februar. Ich auch, jetzt 1. Februar. Also bis jetzt trockene Nuggets, du. Sehr, sehr trockene Nuggets. Ist hier nichts mehr. Ist das schon gewesen? Frage ist halt, wo hier, ne? Ja, irgendwas hat der Bengel da gefunden. Ich hab keine Ahnung, wo. Oh, Bruder. Oh, 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 oh. Spritzt mir hier jetzt nicht alles voll. Der Ölmangel. Trocken, aber es fließt. Es wird alles nass gespritzt. Die Legende vom trockenen Land, ne? Das Märchen. Alter, hier ist trocken, Junge. Ich sag dir, es ist... Und dann kommen wir wieder raus. Oh, er hat ein 69er Land gehabt. Nee, also so viel gar nicht.
74? Ich wusste gar nicht, dass es so hoch gehen kann. Hab ich noch nie gesehen. Hier noch was gibt. War es das jetzt schon? Zwei kleine Nuggets Öl? Ich hätte mal lieber einen Don Camillo-Deal machen sollen, glaube ich. Weil die Preise wehtun, ha? Huh? Nicht die Standard. Was hast du immer normalerweise? $2.40? Normalerweise, ja. $200.40. My land is a dry land. So, oben habe ich voll das Rohr falsch gelegt, Alter. Ich weiß nicht, warum ich das... Ich habe keine Ahnung, aus einem falschen Spot gezogen. Völlig out of space irgendwie. Nee, bei euch ist besser unten. Definitiv. Das weißt du doch gar nicht. Ja doch, weil es bei mir hier oben scheiße ist. Und dann muss es bei euch... Es kann ja auch überall nicht so pralle sein. Schon mal daran gedacht, dass es einfach allgemein nicht so gut ausgelagert ist heute, die Öl. Nee, dann würdest du aber die Frage anders formulieren. Dafür kenne ich dich schon lange genug. Bei mir ist das Land nicht hervorragend. So viel kann ich dir sagen. Nicht hervorragend. Sind leider nur 6 große Ölspots und nicht 9. Nein, ist es nicht. Ist es wirklich nicht. Es ist... Man kann damit arbeiten, sagen wir es mal so. Es ist nicht das schlimmste Land. Das gebe ich auch fair zu. Es ist nicht das schlimmste Land. Ich habe schon mit härteren Bedingungen zu tun gehabt. Im Kampf gegen Kreis Industries. Aber ein gutes Land ist es halt auch nicht unbedingt. Das ist, vielleicht ist da irgendwo noch eine riesige Quelle. Das kann ich ja nicht sagen, ne? Durchaus möglich. Vielleicht ist da irgendwo noch eine riesige, schmackhafte Quelle. Also im bei Moment mir sind die Silos dabei, sich nicht richtig zu füllen. Also ich habe schon prallere Silos gesehen. Also ich kann froh sein, wenn ich mit 20.000 rauskomme. Dann kann ich mich sehr glücklich schätzen. Wie gesagt, noch ist hier gar nichts entschieden. Du weißt es ja nicht. Vielleicht haben die anderen ja viel, viel schlechtere Länder. Weil, guck mal, du musst es auch immer aus so einer Perspektive sehen, was du als schlecht empfindest in deinem Standort ist für uns andere ein Goldland. Nein, ja, aber du bist halt verwöhnt durch diese XXL-Länder rein. So hohen Shiny-Valley-Kurse, die wir anderen Normalsterblichen halt haben. Die hohen Shiny-Valley-Kurse. Ja, ich kann das verstehen, dass es für jemanden wie dich erstmal krass ist. Ja, das zerstört mein ganzes Ölweltbild hier. Glaube ich dir. Du bist halt aus dem Shiny Valley. Es ist Juni, ey, und ich muss wieder verschenken. Wieso? Oh nein! Ist das auch schon mal passiert, dass du dann so... Du hast losgelassen, klickst aus Versehen nochmal und schließt dann aus Versehen automatisch deine Quelle? Nee.
Das passiert mir manchmal, dass ich dann so Doppelklick aus Versehen mache. Oh, jetzt frage ich mich, wie ich das ganze Öl hier rauskriegen soll, so schnell. Könnte sein, dass ich eventuell ganz unten doch noch eine Quelle gefunden habe. Das Problem kenne ich, wenn man dann unten noch so eine Quelle findet, so eine... Ja, ja, und sich dann fragt... Ups, da ist ja noch was Quelle, ja. Ja. Oh nein, Stein! Hast du einen Steinbohrer? Ja, ne? Nee. Was zur Hölle? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da hinten gar nichts ist. Ups, das wollte ich gar nicht. Ich habe keinen Steinbohrer, also wenn da unten jetzt noch Quellen sind, bei dann... Bei mir ist Stein. Ja, bei mir ist auch Stein, aber zum Glück ziemlich weit unten. Ich bin schon im 20. September, by the way, ne? Ich bin im August. Boah, der Ölpreis fängt sich aber auch gar nicht mehr, du. Schwierig im Moment, ne? Die beiden Regierungen. Es muss doch mal wieder ein bisschen hochgehen. Jetzt kann ich das wirklich hier verschenken für Cents. Zum Jahresende müssen noch immer alle heizen, dachte ich. Könnte man meinen, aber ist meistens irgendwie leider nicht so. Och nee. Komm ich hinterher oder was? Müsst abpumpen, Jungs. Boah, fatal, Alter, fatal. Where's the pump? Where's the pump? Ja, wo pumpen die? Da kann niemand pumpen mehr Öl hier. Naja. Ich wette, hier ist irgendwo noch eine Quelle. Wie immer, es ist, man hat immer das Gefühl von, hier ist irgendwo noch eine Quelle. Aber hier spüre ich's, Mann. Hier ist irgendwo bestimmt noch ein richtig dickes Ding, du. Jetzt ist die Frage. Ja, ich gehe hier noch runter. Ich bin schon am 17. November. Okay, ich bin noch im Oktober. Oh.
komm schon, jetzt geh noch mal ein bisschen hoch hier. Right Ink, Left Ink. Wir haben ein schönes, schmutziges Öl. Darauf steht ihr doch. Wie sind bei dir die Preise? 64 Cent und 60 Cent gerade. Und bei Left 42. Ich bin letzten Monat. Dann ist es Oktober. Nee, ihr müsst immer irgendwie Stoßverkäufe machen. Du darfst es nicht so lange halten anscheinend. Nee. Jetzt gerade verschenke ich halt das Öl, weil ich jetzt im Dezember bin. Ich bin jetzt im November, ich hoffe, dass es jetzt hier nochmal... Na komm. Nee, da kommt nichts mehr. Ich bin bei 50 Cent. Muss abstoßen hier. Mist. Boah, ey. Alter, ich 30 Cent, 35 Cent. Das tut richtig weh, das Öl zu verkaufen. Ja, aber du hast genug, also. Nee. Ich glaube, du kommst hier auch wieder deutlich stärker. Nee. Oh, ich habe alles Öl rausgeholt und trotzdem war es nicht wirklich viel. Nee. Ja, nicht wirklich viel, dann hat er so über 30. Nee, habe ich nicht. Hab nicht über 30. Hast du über 30 gezogen? Ja, hättest du mal Kyle die Flöte gelutscht. Du hast das stärkste Land. 47er. Hättest du mal Kyle die Flöte gekauft? 47er, Junge. Ja, aber das ist ja auch nicht immer, das weißt du, die Technik, die du hast. Ja, das heißt... 47er Landzieher aus überhaupt Gold gehabt. Ich hatte gar keinen. Also, es ist nicht optimal. Das stärkste Land gehabt. Es ist nicht optimal gelaufen. Da zieht er sich das stärkste Land raus. So, bin ich mal gespannt, hast du schon geboten? Aktienauktion muss ich noch, ja. So viel kann ich nicht bieten, ey. Ich muss mir Sachen noch kaufen. Du musst die Herdengröße erweitern. Boah! Ölpest, Maulwurfarmee. Bing! Bang! Ah, da ist das Premiumland. Aber nach, hey, da oben, haben. Nach da oben wird es doch weniger. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hey, jetzt kriegst du das für 3000? Ich verstehe das nicht mit diesen Aktien, mit den... Ja, du hast halt am meisten da aufgeboten. Ricardo holt sich 10%. Alter, 7%. Für 18k? Ja, aber insgesamt hat er schon 10. Warum bietet der denn 18k? Das ist schon eine Menge. Er ist eben verdammt reich. Boah, dieses Bohrer-Ding ist so teuer. Ich weiß nicht, ob ich das brauche. Kann man das im Moment nicht leisten. Schon eine Nummer, ey. Ja, ich bin eigentlich durch. Ja, ich auch, aber wir sind ja eh durch. Also. Ja, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, bewerten und tschüss. Tschüss, Kreis gewinnt immer.